Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Sid, meine Schwester. Sid, Ryder. Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei irgendwas Wichtigem. Überhaupt nicht. Wir sind so gut wie fertig. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Wow. Das nenne ich mal engagiert. Wirklich? War es zu viel? Manche Leute schüchtert es ein. Wir brauchen diese Art von Begeisterung. Ich hoffe nur, ich kann dem gerecht werden. Das werden Sie schon. Und falls nicht, behalte ich es für mich. Versprochen. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen. Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? So, was haben wir hier noch? Nichts war noch. Nichts. Nichts, nichts. Nichts, nichts, nichts. Ach, guck, hier sind die Sonnen. Da oben waren wir noch nicht. Sagen. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Nein, alles war so hektisch, aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Da würde ich sagen, wir suchen uns neuen Planeten. So. Systemansicht. Wir könnten eigentlich auch die in der Nähe noch untersuchen. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Erhalte Scan-Daten. Thank you.
Da kann ich gar nicht landen, wa? Schade. Gut, dann nehmen wir den nächsten. Schade. Auf zum nächsten. Anomalie geortet. Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Ich würde es gerne betreten wollen. Ach, das scheint bloß ein kleines Schiff gewesen zu sein, ne? Eins der Crew 5. Ja. Schade. Sonst will doch anderen so. Die haben wir jetzt alle untersucht. Gehen wir mal zum Cluster. So weit sind die Forscher der Nexus gekommen, bevor... Naja. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns hier erwartet. Ich empfange etwas. Wo denn? Da ist zum Beispiel das schwarze Loch. Gehen wir erstmal dahin. Gibt's auch nichts zum Scannen. Gut. Anomalie auf den Sensoren. Ja, da blinkt was. Nein. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Thank you.
programmieren. So. Robert. Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Scheint, dass wir nicht auf alle Planeten so raufkommen. Oder vielleicht noch nicht raufkommen. Auch nix. Schade. Rare. Auch nix. H479. Das H steht übrigens immer für das Teleskop, das diesen Planet, also der Buchstabe steht für das Teleskop, was diesen Planet entdeckt hat. Oder für die Personen. Anfangsbuchstaben. Also H könnte sein Hubble. Was ich aber nicht glaube, ist ja ein Spiel. Oh, da blinkt was. Oder hat zumindest geblinkt? Nein. Nichts für uns. Gewitter ist da drauf, okay. Huch. Aussieht, haben wir hier nichts, wo wir landen können. Gut. Dann würde ich doch sagen, wir gehen, wenn nichts anderes übrig bleibt, wieder zu Iris. Zu meiner eingestellt haben. Ich wollte auch mal gucken, ob die anderen Planeten auch, ja, von dann auch rauf kann. Hier ist die menschliche Arche also zum ersten Mal in Helios eingeflogen. Das rüttelt wirklich jeden wach. Genau, da haben wir diesen, naja, Nebel, Anomalie, wo es uns so ein bisschen erwischt hat. Und Habitat 7 war ja eigentlich für die Menschen geplant. Ich empfange etwas. Alter Schwede, alles voll von dieser Anomalie. Sonde gestartet. Satellit entdeckt.
Ich empfange etwas. Krater. Schicke Sonde aus. Wir haben einen Krater. Sieht bald so aus, als gehen wir wieder zu ihr aus. So. Helluland. Anomalie auf den Sensoren. Sonde aus. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Lohnt sich. Boah, die Sonne sieht so mega krass aus. Okay. So, und dann haben wir noch den hier. Markland. Gibt's auch nicht. Ja, dann. Das Pythias-System. Ich hoffe immer noch, wir können Eos retten. Ja, ich glaube, wir machen einfach auf Eos weiter. Da haben wir ja sowieso noch zwei Nebenmissionen. Und dann können wir das Sonnensystem nochmal abklauen. So, also was haben wir schon gemacht? Hier haben wir, glaube ich, auch noch. Cool. Ultra selten. Ha. Coole Sache. So, wen nehmen wir denn mit als Trupp? Wir nehmen die zwei einfach wieder mit, die sind eigentlich super gut gewesen. Und hier kann man was reinmachen. So. Passt das, denke ich. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Auto?
Boah. Das sieht aus. Das ist ja mal mega. So. Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay. Pathfinder, eine weitere verstorbene Kolonistin. Wenn Sie mir den Namen geben, aktualisiere ich die Unterlagen und kennzeichne den Leichnam für eine Bergung. Wo hat er die gesehen? Na gut. Gegner vor uns!
der Schuss. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Das spielt keine Rolle. Sie werden sie jedenfalls nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Auch irgendwelche Fahrzeuge, oder? Wenigstens ist es hier drin kühler. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Ich behalte die Ecken im Auge. Sie haben sie offenbar gefunden, während sie durchs All getrieben ist und dann hierher gebracht. Ich kann ihre Ursprungsposition nicht bestimmen, Pathfinder. Aber die Arche könnte noch intakt sein, wie die Hyperion. Hoffen wir's. Okay, bevor wir weiter reingehen. Wir müssen unseren Anzug ein bisschen aufladen. Hier oben ist auch noch was. Derane R11 Olor. Ich brauche Hilfe. The Toad Nairo. Zoget. Der Typ ist hier der Anführer? Scheiße.